Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wer sich gedacht hätte, dass nach der großen Demo in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen jetzt endlich Einsicht kommen würde, dass praktisch die Politik einsichtig wird und auf die Bürger zugeht, der hat sich wirklich scharf geschnitten. Das Gegenteil ist der Fall. Wir können wahrscheinlich mit viel schärferen Maßnahmen rechnen und Politiker wie Söder oder auch unser Bundespräsident Steinmeier sind völlig in Panik verfallen und schießen langsam sogar gegen das eigene Volk. Mehr dazu in diesem Video. Und wenn ich sage, sie schießen gegen das eigene Volk, dann meine ich das auch genau so. Denn tatsächlich können wir gerade beobachten, wie die Reaktionen der Politik komplett einseitig sind und wie diese Reaktionen auch komplett gegen die Bürger, die für ihre Rechte demonstriert haben, sind. Denn wir können eine richtige Entfremdung feststellen, die es seitens dieser sogenannten Elite gibt. Man diskreditiert den gesamten Protest aufgrund einiger, die eben zu Ausschreitungen beigetragen haben. Dieser Sturm auf den Reichstag, der wird ja wirklich jetzt breit diskutiert. Man sieht wirklich überall Meldungen dazu, die Medien arbeiten sich daran ab und von allen Politikern hört man immer nur wieder, wie schlimm doch diese Demo gewesen wäre. Nun, dass da wirklich auch größtenteils friedliche Menschen protestiert haben und dass wir nur eine kleine radikale Minderheit, die sowieso gar nicht zur eigentlichen Demo dazugehört hat, hier haben, das wird natürlich nicht zur Sprache gebracht. Und gerade unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich da mal wieder besonders negativ hervorgetan, denn er hat jetzt die Polizisten geehrt, die so heldenhaft den Reichstag verteidigt hätten. Nun, auch hier müssen wir etwas klarstellen. Wie kann es eigentlich sein, dass nur 3 Polizisten den Reichstag verteidigt haben? Es wird ja hier der Skandal aufgebauscht, es wäre ja angeblich so schlimm, weil dieser Ansturm so schlimm gewesen wäre. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Hier liegt ja ein massives Versagen des Berliner Senats vor, des rot-rot-grünen Senats. Anders kann man das ja nicht erklären, dass da wirklich so eine Unterbesetzung da ist und dass es überhaupt möglich ist, dass so etwas gestürmt wird. Also wir müssen von einem Versagen der Sicherheitsbehörden reden, denn dass es auf jeder Demo ein paar Krawallmacher gibt, das ist doch eigentlich normal. Und genau hier kommt eigentlich das Wichtigste ins Spiel. Diese Stürmung des Reichstags wird praktisch instrumentalisiert, um von dem großen friedlichen Protest abzulenken. Man möchte eben nicht über das Anliegen dieser Bürger sprechen, man möchte nicht über die gescheiterte Corona-Politik sprechen und deswegen redet man nur darüber. Wenn man dann einen Steinmeier hört, der diese Proteste als unerträglich bezeichnet, kann man nur sagen, Herr Steinmeier, Sie sind unerträglich. Und Frank-Walter Steinmeier sprach ja von einem unerträglichen Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Nun, da hat ja jemand mal wieder 2 Würfel Pathos morgens in seinem Kaffee gehabt, dass er hier wieder diese Worte von sich gibt. Das erinnert ja ganz stark an, man kann Deutschland nur mit gebrochenem Herzen lieben. Solche Worte kennt man von unserem Frank-Walter Steinmeier, diesem Bundespräsidenten, der eigentlich keiner sein sollte. Und genau das ist ja das Problem, was wir mit diesem Mann haben. Er meldet sich zum Beispiel nicht, wenn es einen islamistischen Anschlag wie neulich in Berlin gab, da sagt er nicht, das wäre ein Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Er bewarb linksextreme Bands und beging damit selbst einen Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Aber hier stellt er sich hin und macht es praktisch so, die Gefahr wäre nur das Volk. Also die Gefahr wäre nur diese Demonstranten. Und auch hier wird wieder diese Manipulation eben aufgefahren, dass man ganz klar sehen kann, man möchte den großen friedlichen Protest diskreditieren. Man möchte auch die Kritik an der Corona-Politik, die ja offensichtlich gescheitert ist, diskreditieren und man redet nur über eine radikale Minderheit, um sozusagen abzulenken. Und genau so geht es da weiter. Wenn man schaut, welche politischen Reaktionen gab es. Annegret Kramp-Karrenbauer ist wütend über sogenannte Nazi-Propaganda. Markus Söder findet kein einziges Wort der Selbstkritik, weil er ist ja derjenige, der die Corona-Maßnahmen so vorantreibt. Stattdessen beschränkt auch er sich nur darüber, wieder auf die Demonstranten zu schimpfen und auch da wieder es so darzustellen, als könnte man in Deutschland doch eh alles sagen, es wäre alles gar nicht so schlimm und bei den Demonstrationen wären ja so viele Radikale dabei gewesen, die müsste man ja gar nicht ernst nehmen. So, das ist das Bild, was man gewinnen kann, wenn man hier zusieht. Und das war wirklich bei so vielen Politikern so, zum Beispiel auch Lars Klingbeil von der SPD, der hat ja wirklich den Vogel abgeschossen. Der hat jetzt wirklich zum stärkeren Kampf gegen rechts aufgerufen, hat gemeint, ja, das Problem des Rechtsextremismus müsse jetzt wieder den Fokus. Und ist das nicht aberwitzig? Da demonstrieren unzählige Menschen, richtige Menschen, Massen demonstrieren, dagegen die Regierung, gegen die Corona-Politik. Und was wird am Ende ausgerufen? Ein weiterer Kampf gegen rechts. Das ist doch fast schon Satire, oder? Und man muss das in dieser Analyse hier wirklich festhalten und auch so deutlich aussprechen, was das Ganze eigentlich bedeutet. Das bedeutet, dass die Politik, dass die etablierten Politiker und Parteien keine
keinen Millimeter von ihrem Kurs zurückweichen werden. Sie werden weiterhin versuchen, diese Proteste zu ignorieren und sie werden weiterhin ihre restriktiven Corona-Maßnahmen, ihre Verbotspolitik, ihre Freiheitseinschränkungen weiter so durchziehen. Das sind eigentlich die Erkenntnisse und man kann da wirklich gespannt sein, was da noch kommt. Auch ein Schäuble hat sich ja schon eingeschaltet, also da wurde ja praktisch der Krisenmodus aktiviert und man sieht eigentlich eine Sache ganz klar. Diese herrschenden Politiker, die haben Panik, weil es wirklich zum ersten Mal seit langer Zeit massenhaft demokratischen Widerstand gegen ihre Politik und auch gegen ihr politisches System gibt, was sie so aufgebaut haben, nämlich ein System der Alternativlosigkeit, wo es immer nur einen Kurs gibt, der vordiktiert wird, wo man praktisch nichts dagegen sagen oder tun darf. Und das wird eben nicht länger hingenommen. Deswegen sage ich auch ganz klar, wenn ihr das auch nicht länger hinnehmen wollt, dann teilt dieses Video überall und sagt ganz klar, wie sich diese Politiker verhalten. Das ist eine Art der Arroganz, die hat die Menschen nämlich erst auf die Straßen getrieben. Aber wir können natürlich auch ganz klar sehen an dieser Stelle, dass wir schon ziemlich viel erreicht haben, beziehungsweise, dass wirklich Bewegung ins Land reinkommt, weil das ist ja nichts als die nackte Panik, die da wirklich ausgebrochen ist, bei diesen Leuten wie Steinmeier, wie Schäuble, wie Söder. Sie sehen eben, dass auch sie kritisch hinterfragt werden, dass auch sie eben angeprangert werden, ihre Politik wird praktisch kritisiert, wenn sie irgendwas verbocken. Das war früher vielleicht noch nicht so, jetzt gibt es eben alternative Medien, jetzt gibt es eben Menschen, die darauf aufmerksam machen. Und aus diesem Grund werde ich auch immer weiter diesen Kanal hier betreiben und auf solche Missstände aufmerksam machen mit meinem freien Journalismus. Der ist nur möglich, weil ihr ihn freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt, blende ich euch hier im Video ein. Sie sind auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Ich danke wirklich von Herzen allen Förderern meiner Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren. Ihr schaut ja auch sehr oft zu, diese Videos ohne den Kanal wirklich abonniert zu haben, habe ich gesehen. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr das mal macht, weil es hilft nämlich auch diesem Kanal weiter zu wachsen und noch mehr Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Ciao.